In einer Herberge gibt es 21 Zimmer. In ihnen können 4 bzw. 6 Personen untergebracht werden. Insgesamt ist Platz für 106 Personen. Wie viele 4-Bett- und wie viele 6-Bett-Zimmer gibt es in dieser Herberge? Schritt 1. Seien X die Anzahl 4-Personen-Zimmer und Y die Anzahl 6-Personen-Zimmer. In Schritt 2 erstellen wir das Gleichungssystem. Zuerst die Zimmergleichung. Sie besagt, dass X plus Y gleich 21 ist, also so. Jetzt kommt die Personengleichung. 4 mal X plus 6 mal Y ist gleich 106, also so. In Schritt 3 lösen wir dieses Gleichungssystem. Aus der ersten Gleichung wissen wir, dass y gleich ist zu 21 minus x. Also können wir in dieser zweiten Gleichung y ersetzen durch 21 minus x. So stoßen wir auf diese Gleichung, in der wir diese 6 auf diese Klammern verteilen. Das führt dann sehr schnell zu x gleich 10. Wir wissen, dass y gleich ist zu 21 minus x. Mittlerweile wissen wir aber auch, dass x 10 ist. Demzufolge muss y 21 minus 10, das heißt 11, sein. Im vierten und letzten Schritt beantworten wir die gestellte Frage durch einen Endsatz. In dieser Herberge gibt es 10 4-Personenzimmer und 11 6-Personenzimmer.